freue mich sehr, heute hier zu sein, um einige Aspekte interreligiöser Arbeit im Kindergarten zu benennen und anhand von Forschungsergebnissen der Frage nachzugehen, ob der Kindergarten ein Raum der Anerkennung religiöser Vielfalt ist oder werden kann. Schwerpunkt des Vortrags wird auf dem von mir durchgeführten Forschungsprojekt zum Umgang mit religiöser Differenz in zwei Kindergärten in Wien liegen. Der Kindergarten als elementare Bildungseinrichtung hat den Auftrag, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu ihrer Bildung beizutragen. Elementare Bildungseinrichtungen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. In ihnen zeigt sich die Vielfalt an religiösen Glaubensgemeinschaften im jeweiligen Land. Sie sind auch oftmals die ersten Einrichtungen, in denen Kinder außerhalb ihres familiären Umfelds mit verschiedenen Religionen und religiösen Einstellungen konfrontiert werden. Somit kommt Kindertageseinrichtungen eine große Bedeutung zu, respektvollen und differenzsensiblen Umgang miteinander zu lernen und interreligiöse Bildung zu forcieren. Somit können Kindertageseinrichtungen einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenleben in Frieden leisten. Unterschiede zwischen Kindern dürfen kein Grund für Diskriminierung sein, wie auch die UN-Kinderrechtskonvention festhält. So wird im Artikel 2 der Kinderrechtskonvention festgelegt, dass die Rechte jedem Kind zukommen, ohne jede Diskriminierung, unabhängig von Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormundes. Im Artikel 14 wird das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit festgelegt. Im Artikel 29 der UN-Kinderrechtskonvention wird betont, dass die Bildung des Kindes darauf ausgelegt sein soll, das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten. Diese angeführten juristischen Rechte zeigen die Rechte der Kinder auf, über andere Kulturen, andere Nationen, andere Religionen und Unterschiede in der Gesellschaft zu erfahren, und sie betonen das Recht des Kindes, auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft vorbereitet zu werden. Interreligiöse Bildung in Kindertageseinrichtungen kann einen wesentlichen Beitrag hierfür leisten. Das Präfix inter stammt aus dem Lateinischen und bedeutet zwischen, inmitten und unter. Interreligiöses Lernen vollzieht sich somit zwischen, inmitten und unter Menschen verschiedener Religionen. Indem einander begegnet und miteinander gelernt wird, können die jeweiligen Religionen reflektiert, besser verstanden und somit auch anerkannt werden. Im interreligiösen Lernen sind die Begegnung und der Dialog sowie das gemeinsame Lernen und der Versuch des wechselseitigen Verstehens wesentlich. Dieses gemeinsame Lernen kann nicht erzwungen werden, sondern erfolgt selbstbestimmt. Interreligiöses Lernen kann sich in vielen Situationen ergeben. So können auch Konflikte als Lernanlässe produktiv gemacht werden. Die Unterschiede zwischen den Menschen sowie zwischen den Religionen werden im interreligiösen Lernen anerkannt. Interreligiös kompetente Menschen nehmen Menschen anderer Religionen achtsam und vorurteilsarm wahr, verstehen Religionen als Traditionen, Überzeugungen und Glaubenssysteme, können Fragen stellen und Gespräche führen, die in solidarischen Aktionen einmünden können. Sie sind bereit und fähig, mit und auch voneinander
zu lernen. Es stellt sich die Frage, inwieweit Kinder im Kindergarten oder auch generell religiöse Vielfalt wahrnehmen und inwiefern interreligiöses Lernen im Kindergarten möglich ist. Dass religiöse Differenz ein Thema der Kinder sein kann und somit auch ein Thema der Religionspädagogik und ein Thema im Kindergarten sein muss, verdeutlichen einerseits entwicklungspsychologische Erkenntnisse, andererseits elementarpädagogische Forschungsergebnisse, die in verschiedenen Ländern wie Nordirland, Israel, Dänemark, Norwegen und Deutschland durchgeführt wurden. Alle genannten Studien stimmen darin überein, dass Kinder Differenz wahrnehmen und auftretende Differenz thematisieren, variieren allerdings darin, wie Kinder diese Differenz beurteilen. Die Studien in Israel von Bartal und die Studien in Nordirland von Connolly finden jeweils in einem Kontext statt, der von Feindschaft einer anderen Gruppe gegenüber geprägt ist. Diese in der Gesellschaft spürbare Ablehnung gegenüber einer klar definierten Gruppe wirkt sich auf die Aussagen und Bewertungen der Kinder der jeweils anderen Gruppe gegenüber aus. Kinder sind in der Lage, diese großteils negativen Attributionen zu übernehmen. Sie verstehen, dass es eine andere Gruppe gibt, der sie nicht angehören, sind in der Lage, Konzepte über eine andere Gruppe zu bilden und diese zu bewerten. Nach den Studien von Connolly und Bartal bleibt offen, wie Kinder in einem anderen Kontext religiöse Differenz wahrnehmen, wo der Konflikt nicht offen gelebt wird. Zwei Studien aus dem deutschsprachigen Bereich möchte ich deswegen anführen. Einerseits die Studie von Frau Eva Hoffmann, andererseits die Studie von Schweizer, Biesinger und Edelbrock. Ergebnisse der Studie von Eva Hoffmann zeigen, dass Kinder der Vielfalt von individuellen Vorstellungen mit Gelassenheit begegnen. Sie nehmen die Differenzen wahr, halten diese aus, aber heben sie nicht besonders hervor. Sie beziehen sie auf die individuellen Vorstellungen der Kinder und nicht auf die Religionszugehörigkeit des jeweiligen Kindes. Gerne wird in Gesprächen zu dem Thema Tod ein gemeinsamer, kleiner gemeinsamer Nenner gefunden. Bemühungen, dass eine gemeinsame Theologie entwickelt wird, zeigen sich in der Studie von Eva Hoffmann nicht. Die Ergebnisse der Studie von Ankel Edelbrock, Friedrich Schweizer und Albert Biesinger verweisen darauf, dass sich Kinder zu interreligiösen Fragen und Zusammenhängen selbstständig Gedanken machen. Bei spontan vorgenommenen Gruppenzugehörigkeiten vermischen sie Religionszugehörigkeit und Nationalität und religiöse Differenzen werden selten als religiös bezeichnet. Sowohl das Wissen der Kinder über die Existenz religiöser Unterschiede, als auch die Reaktionen der Kinder variieren stark, wie an folgenden beiden Beispielen veranschaulicht wird. Ein Gespräch in einer Gruppendiskussion, in der die Interviewende fragt, und kannst du trotzdem befreundet sein, auch wenn er Muslim ist? Und das Kind darauf sagt, ja klar. Die Interviewerin geht das trotzdem okay und das Kind sagt, wir sind alle im Kindergarten Freunde, von da ist das egal. Und eine andere Wortmeldung eines Kindes im Verlauf einer Gruppendiskussion. Die Gott nicht kennen, kennen die Namen nicht, dann sagen die Allah. Im Folgenden werde ich auf die von mir durchgeführte Untersuchung näher eingehen. Wie bereits gesagt, habe ich in zwei Kindergärten in Wien, einem Kindergarten in katholischer und einem Kindergarten in islamischer Trägerschaft, eine qualitativ-empirische Studie zum Umgang mit religiöser Vielfalt in den beiden Kindergärten durchgeführt. Die Forschungsfrage, die mich dabei leitete, war, wie wird in elementaren Bildungseinrichtungen in katholischer und islamischer Trägerschaft in Wien mit religiöser Differenz umgegangen und wie thematisieren Kinder diese? Also eine zweiperspektivische Fragestellung, einerseits auf den Umgang in der Organisation Kindergarten und andererseits darauf, wie Kinder diese religiöse Differenz thematisieren.
Ganz kurz zum Untersuchungsdesign. Es ist eine qualitativ-empirische Arbeit mit einem ethnografischen Zugang. Das heißt, ich bin jeweils ein Jahr lang in den beiden Kindergärten gewesen. Und die Datenerhebungs- und Datenauswertungsmethode war Grounded Theory, verbunden mit thematischen Kodieren. Ich gehe darauf nicht näher ein. Die Auswahl der beiden Kindergärten, einerseits ein Kindergarten in katholischer, ein Kindergarten in islamischer Trägerschaft. Beide Kindergärten waren im selben Bezirk in Wien. Voraussetzung war, dass die Kindergärten Kinder aller Religionsbekenntnisse in den Kindergarten aufnehmen, dass die Leitungen religiöser Differenz positiv gegenüber eingestellt sind und dass der Respekt anderen Religionen im Leitbild des jeweiligen Kindergartens verankert ist. Die Religionszugehörigkeit der Kinder in den beiden Kindergärten unterschied sich im Kindergarten in katholischer Trägerschaft und im Kindergarten in islamischer Trägerschaft. Sie sehen, im Kindergarten in katholischer Trägerschaft ist die Mehrheit der Kinder katholisch, im Kindergarten in islamischer Trägerschaft die Mehrheit der Kinder muslimisch. Ich werde im Folgenden, wenn ich von größere und kleinere Religion spreche, meine ich immer die Religion, die im jeweiligen Kindergarten vermehrt anzutreffen ist. Das heißt, im Kindergarten in katholischer Trägerschaft ist die größere Religion die katholische Religion, im Kindergarten in islamischer Trägerschaft die größere, die muslimische, und die kleineren Religionen die jeweils anderen. Ich habe folgende Methoden im Kindergarten angewandt. Ein Jahr lang teilnehmende Beobachtung in den beiden Kindergärten, Gruppendiskussionen mit den Kindern, wobei einerseits Gruppendiskussionen, die von den Kindern initiiert wurden, die sich im Laufe des Kindergartenalltags ergaben, andererseits Gruppendiskussionen, die von mir initiiert wurden, falls ich noch zusätzliche Informationen brauchte. Es wurden Interviews mit den beiden Leitungen der Kindergärten durchgeführt und Gruppendiskussionen mit den Pädagoginnen. Bei der Darstellung der Ergebnisse des Forschungsprojektes möchte ich zu Beginn auf den Umgang mit religiöser Differenz im Kindergarten eingehen und in einem zweiten Schritt auf die Thematisierung von und den Umgang mit religiöser Differenz durch die Kinder. Im Umgang mit religiöser Differenz im Kindergarten kristallisierten sich drei Kategorien heraus. Einerseits die konzeptuellen Überlegungen zu Religion und religiöser Differenz, erkennbare Elemente religiöser Differenz und die verbale Kommunikation über religiöse Differenz. Die Ergebnisse, die ich jetzt darstelle, beziehen sich auf die beiden Kindergärten in Wien. Wenn Sie selbst in einem Kindergarten tätig sind, haben Sie vielleicht noch Aspekte, die Sie möglicherweise dazufügen können, oder Aspekte, die Sie vielleicht auch im Kindergarten wiedererkennen. Die Leitungen der beiden Kindergärten stellen voneinander unterschiedliche Überlegungen an, wie Religion im Kindergarten vorkommen soll. Einerseits Religion der Trägerschaft als Teil des Alltags, besonders so im Kindergarten in katholischer Trägerschaft. Der Leiterin ist wichtig, dass Religion im Alltag vorhanden ist, dass Religion und der Alltag miteinander verwoben sind. Das zeigt sich darin, indem Gebete im Kindergartenalltag gesprochen werden, biblische Geschichten erzählt werden und indem die Feiern einen sehr wesentlichen Aspekt im Kindergartenalltag einnehmen. Eine andere Überlegung, die im Kindergarten in islamischer Trägerschaft leitend ist, ist die Religion der Trägerschaft als abgegrenztes, freiwilliges Zusatzangebot. So ist dem Leiter im Kindergarten in islamischer Trägerschaft wichtig, dass Religion in einer halben Stunde am Tag stattfindet, und zwar in Form eines Religionsunterrichts, der angeboten wird, und dass Religion im anderen Alltag keine Rolle spielen sollte. Beiden Leitungen ist sehr wichtig, dass kein Zwang zur Partizipation bei den Angeboten der Religion der Trägerschaft vorhanden ist. Das heißt, die Kinder oder im islamischen Kindergarten, die Eltern entscheiden, ob die Kinder bei den Angeboten, den religiösen Angeboten, teilnehmen sollen. Teilweise sind zaghafte Versuche vorhanden, kleinere Religionen in den Alltag einzubeziehen.
So werden Vorschläge gemacht, wie das verwirklicht werden kann, zum Beispiel der Besuch eines Gotteshauses einer anderen Religion, das Ansprechen von Festen anderer Religionen, eventuell auch das Feiern von Festen anderer Religionen, das Beten oder Anhören von Gebeten anderer Religionen und so weiter. Die Überlegungen, wie Religionen und religiöse Differenz im Kindergarten vorkommen sollen, sind nicht abgeschlossen und bilden kein durchgängiges Konzept. Das zeigt sich einerseits in der Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Praxis, andererseits indem die gegenwärtige Praxis in Frage gestellt wird. So äußern beide Leitungen Ideen, die sie in der Zukunft haben, wo sie nicht wirklich wissen, wie sie das umsetzen wollen, und stellen Fragen, ob das Konzept, das sie jetzt haben, im Kindergarten auch gut ist und von den Kindern gut angenommen wird. Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Überlegungen und dem, was sich in der Realität zeigt. So wird zum Beispiel im Kindergarten in islamischer Trägerschaft ausschließlich vom Leiter der Religionsunterricht als Religionsunterricht bezeichnet, von allen anderen als Koranunterricht, wobei er sich ganz stark vom Koranunterricht abgrenzt. Auch die Überlegung, Religion aus dem Alltag ganz fernzuhalten, ist im Kindergarten in islamischer Trägerschaft nicht wirklich gegeben, weil doch auch Feste gefeiert werden und Gebete gebetet werden. Wohingegen im Kindergarten in katholischer Trägerschaft das Anliegen ist, dass Religion im Alltag vorkommt, auch das zeigt sich im Alltag nicht wirklich, da man merkt, dass Kinder die Feste nach den Festen nicht wirklich thematisieren, sondern dass es wirklich auch ein in sich abgeschlossener Bereich ist, der in den Alltag relativ wenig integriert ist. Es zeigt sich ein Blick auf Herausforderungen im Umgang mit religiöser Differenz. Sowohl die Leitungen als auch die Pädagoginnen achten besonders auf das Konfliktpotenzial, auf das Widerständige, was sich ergibt, weil Kinder verschiedener Religionen im Kindergarten sind, und weniger auf die Chancen, die sich daraus ergeben können. Zu den erkennbaren Elementen religiöser Differenz. Ein wichtiger Bereich, den ich bereits angesprochen habe, sind die Feste, wobei sich unterschiedliche Möglichkeiten im Kindergarten zeigen, wie mit Festen umgegangen wird. So gibt es einerseits allgemeine Feste mit nicht kommunizierten religiösen Elementen. Darunter ist zum Beispiel im Kindergarten in islamischer Trägerschaft ein Sommerfest gemeint, in dem dann religiöse Elemente vorkommen, in dem Suren rezitiert werden oder sich eine Station im Stationenbetrieb mit dem Koran beschäftigt. Eine weitere sehr häufige Möglichkeit ist die religiös deklarierten Feste der größeren Religion, wie zum Beispiel das Weihnachtsfest im Kindergarten in katholischer Trägerschaft. Feste der kleineren Religionen werden als Wunsch thematisiert. Im Kindergarten selbst werden sie nicht wirklich gefeiert. Säkulare Feste anstelle von religiösen Festen zeigt sich im Kindergarten in islamischer Trägerschaft, wo anstelle von Weihnachtsfest ein Eisbärenfest gefeiert wird. Und die letzte Möglichkeit ist, Informationen über Feste zu bieten, ohne diese zu feiern. Das heißt, den Hintergrund, den religiösen Hintergrund des Festes zu schildern, aber keine Feier anzubieten. Ein weiteres erkennbares Element religiöser Differenz ist das Gebet im Kindergarten. Hier werden großteils Gebete der größeren Religion gesprochen, ist in beiden Kindergärten der Fall, und es zeigt sich auch, dass die Handhaltung alle Kinder gleich machen. Vereinheitlichte Gebete werden teilweise formuliert, das heißt Gebete, die für alle Religionen mehr oder weniger passen, und beim Sprechen von Gebeten soll sich kein Kind unwohl fühlen. Die Gebete der kleineren Religionen kommen nicht vor, werden allerdings angedacht. Und eine Möglichkeit, die auch noch in Kindergärten eingesetzt wird, sind die säkularen Sprüche als Ersatz für Gebete. Zum Beispiel der Spruch, mein Bauch ist leer und brummt wie ein Bär vor dem Mittagessen.
Die Sichtbarkeit von Religion im Kindergartenalltag zeigt sich bei religiösen Symbolen und Bildern im Kindergartenraum, wo im Kindergarten in katholischer Trägerschaft ein Kreuz zum Beispiel im Kindergartenraum zu sehen ist. Im Kindergarten in islamischer Trägerschaft sind keine religiösen Symbole zu finden, außer im Zimmer, in dem der Koran bzw. der Religionsunterricht stattfindet, und der Kindergarten hat auch eine eigene Moschee. In der Kleidung und im Schmuck wird religiöse Differenz erkennbar, bei den Kindern, bei Kettchen und Armbändern, die sie haben, bei muslimischen Frauen das Kopftuch. Im Kindergarten in islamischer Trägerschaft ist eine Pädagogin Christin, eine Pädagogin Muslimin. Von daher zeigt sich auch religiöse Differenz bei den Pädagoginnen. Sehr schön. Und beim Essensangebot, wo versucht wird, in beiden Kindergärten die Komplexität des Essensangebotes zu reduzieren, indem versucht wird, ein Essen anzubieten, das möglichst alle Kinder essen können. Im Kindergarten in islamischer Trägerschaft ist das Essen halal. Im Kindergarten in katholischer Trägerschaft wird auf Schweinefleisch verzichtet. Und wenn Kinder gar kein Fleisch essen, bekommen sie stattdessen ein Butterbrot. Die religiösen Angebote im Kindergarten: Religions- oder Koranunterricht im Kindergarten in islamischer Trägerschaft, das Kennenlernen von Gotteshäusern, wobei im Kindergarten in katholischer Trägerschaft die Kirche, im Kindergarten in islamischer Trägerschaft die Moschee, und das Erzählen von Geschichten, was im Kindergarten in katholischer Trägerschaft hauptsächlich bei Festen passiert und im Kindergarten in islamischer Trägerschaft im Rahmen des Religions- oder Koranunterrichts. Wie wird im Kindergarten oder in den beiden Kindergärten über religiöse Differenz kommuniziert, miteinander gesprochen? Es findet in spezifischen Situationen Kommunikation über religiöse Differenz statt. So werden im Kindergarten in islamischer Trägerschaft die religiösen Gewohnheiten der muslimischen Kinder und Eltern thematisiert. Es wird überprüft, ob mitgebrachte Speisen halal sind. Vor Besuch der Moschee wird den Kindern aufgetragen, ein Oberteil mit langen Ärmeln anzuziehen. Im Kindergarten in katholischer Trägerschaft werden die Eltern, von denen die Pädagoginnen wissen, dass sie mit der Teilnahme von Kindern an religiösen Festen nicht einverstanden sind, angerufen, damit sie ihr Kind, wenn ein Fest stattfindet, vorher abholen können. In vielen Situationen zeigt sich, dass religiöse Differenz nicht angesprochen wird, dass versucht wird, das Thema Religion und religiöse Differenz so lange wie möglich zu vermeiden. So zeigt sich beim Einschreibungsgespräch mit den Eltern, dass Religion im Kindergarten in katholischer Trägerschaft kein Thema ist, wenn thematisiert wird, beispielsweise, dass Kinder etwas Bestimmtes nicht essen sollen, wird nicht nach dem Grund dafür gefragt. Auftretende Konflikte, wie zum Beispiel eine Beschwerde der Mutter im katholischen Kindergarten, die nicht möchte, dass ihr Kind ein Kreuzzeichen macht, werden weder mit den Kindern noch den Pädagoginnen weiter thematisiert, obwohl sowohl die Kinder als auch die Pädagoginnen das mitbekommen. Und die Mutter wird eigentlich auf einen anderen Kindergarten verwiesen, der nicht eine katholische Trägerschaft hat. Für diese geringe Kommunikation über religiöse Differenz werden verschiedene Ursachen angeführt. Eine Ursache, die genannt wird, ist der Wunsch, alle Kinder gleich zu behandeln. Damit die Kinder nicht die Erfahrung machen, nicht dazuzugehören, isoliert zu werden, wird versucht, die Kinder gleich zu behandeln, damit sie ein Teil der Gruppe sind. Ist so eine Befürchtung, die angesprochen wird, dass Kinder ungleich behandelt werden könnten. Ein weiterer Versuch ist, Herausforderungen und Konflikte zu vermeiden. Die Zufriedenheit aller Beteiligten, das heißt ein Mittelmaß, wo niemand Anstoß nimmt. Die Traditionsgebundenheit, das heißt, es wird so gefeiert, der Alltag, Religion, religiöse Differenz wird nicht thematisiert, weil es nie so thematisiert worden ist. Der Bezug auf die Trägerschaft: wir sind klar ein katholischer, wir sind klar ein islamischer Kindergarten, die anderen Religionen haben hier nichts verloren. Ein Mangel an Wissen wird teilweise angesprochen, das heißt, Pädagoginnen meinen, es ist besser, nichts zu sagen, als etwas Falsches zu sagen, weil nicht ein Überblick über alle Religionen gegeben sein kann.
Religiöse Erziehung wird teilweise mit Wertevermittlung gleichgesetzt, Werte, die uns alle betreffen. Da hat religiöse Differenz nichts zu suchen. Weiters wird Religion teilweise als Inszenierung im Kindergarten von mir erlebt. Das heißt, zum Beispiel bei Festen wird eine Aufführung durchgeführt für die Eltern, wo religiöse Differenz durchaus ein Störfaktor wäre, weil sich der Kindergarten dann nicht einheitlich präsentieren kann. Und eine weitere Ursache, die angesprochen wird, ist, dass Religion eine Sache der Privatsphäre ist, im Kindergarten nichts verloren hat und die Eltern dafür verantwortlich sind. Also Ursachen, die im Kindergarten von verschiedenen Personen angesprochen worden sind, warum über religiöse Differenz wenig bis nicht kommuniziert wird. Die drei angesprochenen Punkte verweisen darauf, dass es eine Dominanz der größeren Religion gibt und wenig Anerkennung der kleineren Religionen. Sowohl bei den Überlegungen, bei den erkennbaren Elementen religiöser Differenz, als auch bei der verbalen Kommunikation über religiöse Differenz liegt der Schwerpunkt auf der größeren Religion und die kleineren Religionen werden kaum sichtbar und kaum thematisiert. Zur Thematisierung von religiöser Differenz durch die Kinder. Hier möchte ich einerseits das Interesse an religiöser Differenz, die Frage der Zugehörigkeit und den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten in Diskussionen kurz anführen. Im Kindergarten in katholischer Trägerschaft thematisieren Kinder von sich aus religiöse Differenz nicht. Die eigene Religionszugehörigkeit, die religiösen Ausdrucksformen und die religiöse Differenz werden ohne vorhergehenden Impuls von der Forscherin nicht angesprochen. So werden vor oder nach dem Stattfinden von Festen diese nicht mehr weiter thematisiert. Werden Gruppendiskussionen angeleitet, merkt man, dass im Thema Religion sehr eine stockende Diskussion stattfindet und dass sehr wenig Wissen über die eigene Religion als auch über andere Religionen vorhanden ist. Bei anderen Kindern zeigt sich eine selbstverständliche und eine interessierte Umgangsform mit religiöser Differenz, so hauptsächlich die muslimischen Kinder im Kindergarten in islamischer Trägerschaft, die religiöse Differenz mit einer Selbstverständlichkeit thematisieren und an unterschiedlichen religiösen Ausdrucksformen interessiert sind. Zeigt sich darin, dass sie selbst initiierte und selbstläufige Diskussionen über Themen religiöser Differenz führen, zum Beispiel über die Religionszugehörigkeit von ihnen selbst oder auch von anderen. Zum Beispiel werde ich als Forscherin gefragt, welche Religion ich habe, oder werde irritiert gefragt, warum ich denn mit in den Koranunterricht gehe, wenn ich doch gar keine Muslim bin. Feste werden angesprochen, so interessieren sich die muslimischen Kinder für die christlichen Feste, möchten gerne wissen, wie die gefeiert sind, wie die gefeiert werden. Und ein großer Punkt, der im Kindergarten in islamischer Trägerschaft immer wieder angesprochen wird, ist die Abwesenheit von Kindern beim Koranunterricht. Für diese Abwesenheit haben die Kinder drei Erklärungen. Die eine Erklärung, die von den meisten Kindern angeführt ist, ist, dass Kinder, die nicht muslimisch sind, nicht in den Kindergarten gehen. Dann gibt es noch die Erklärung, dass nur die kleinen Kinder in den Koranunterricht gehen. Und die dritte Erklärung ist, dass nur die braven Kinder in den Koranunterricht gehen. Wobei da am Vortag ein Kind, weil es schlimm war, aus dem Koranunterricht geschickt worden ist. Die Kinder zeigen Verständnis, dass andere Menschen andere Religionen oder religiöse Einstellungen haben. So suchen sie einerseits nach Gemeinsamkeiten und greifen aber andererseits auch Unterschiede hervor. Ostern wird von den muslimischen Kindern beispielsweise als Osterbayram verstanden. Die vorösterliche Fastenzeit wird als Ramadan bezeichnet. Also durchaus der Versuch des Verstehens von nicht bekannten religiösen Ausdrucksformen durch Ausdrucksformen, die bekannt sind. Der nächste Punkt, die Frage der Zugehörigkeit. Es zeigt sich bei Kindern ein Wunsch nach Zugehörigkeit. Deutlich darin, indem sie religiöse Differenz nicht offenlegen.
So thematisieren die Kinder der kleineren Religionen nicht, wenn sie bei Festen abwesend waren. Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass sie bei Festen, wie zum Beispiel dem Martinsfest, anwesend waren, obwohl sie eigentlich nicht anwesend gewesen sind. Die eigene Religion, eigene religiösen Ausdrucksformen werden von den Kindern der kleineren Religionen nicht thematisiert und im Verhalten passen sie sich an das Verhalten der größeren Religionen an. Das heißt, als außenstehende Beobachterin, die nicht weiß, dass Kinder verschiedener Religionszugehörigkeiten im Kindergarten sind, würde ich es nicht bemerken oder sehr wenig bemerken. Andererseits zeigt sich eine selbstverständliche Zugehörigkeit bei den Kindern der größeren Religion, indem sie durchaus religiöse Differenz offenlegen, das heißt ansprechen, wenn jemand nicht bei einem Fest dabei war. Sie thematisieren die eigene Religion oder religiöse Ausdrucksformen, wie bereits gesagt, im Kindergarten in islamischer Trägerschaft vermehrt. Und sie fragen Kinder an, ob sie bei Festen abwesend waren und warum sie abwesend waren. Der Umgang mit Meinungsverschiedenheiten in Diskussionen zeigt sich einerseits, dass die eigene Meinung teilweise betont wird, andererseits eine Bemühung um Einstimmigkeit da ist. Bei der Betonung der eigenen Meinung zeigt sich eine Abgrenzung von zuvor Gesagten oder man versucht, die andere Person durch Argumente zu überzeugen, dass die eigene Meinung richtig ist oder man trägt die Meinungsverschiedenheit der Pädagogin vor, die dann entscheiden sollte, was richtig ist. Weiters zeigt sich eine Bemühung um Einstimmigkeit, das heißt, ein Kind gibt nach oder die Meinungsverschiedenheit wird kreativ erklärt, zum Beispiel bei der Unstimmigkeit, ob ein Kind bei einem Fest dabei war oder nicht, meint dann ein Kind, dass das andere Kind vermutlich zu Hause gefeiert habe und jetzt nur denke, beim Fest dabei gewesen zu sein. Und andere Ideen werden ergänzt. Im Interesse an der religiösen Differenz, in der Frage der Zugehörigkeit und im Umgang mit Meinungsverschiedenheiten in Diskussionen zeigt sich, dass sich die Kinder der größeren Religion selbstverständlich zugehörig fühlen. Wohingegen die Kinder der kleineren Religionen danach streben, zugehörig zu sein. Zwischen diesen beiden Ergebnissen zeigt sich ein Zusammenhang. Die kleineren Religionen werden im Kindergarten nur insofern erkennbar, als diese Kinder etwas nicht dürfen, beziehungsweise bei etwas nicht mitmachen dürfen. Eigene religiöse Ausdrucksformen, eigene Bräuche werden im Kindergarten weder von den Pädagoginnen noch von den Kindern thematisiert. Die eigene Religion kann von den Kindern der kleineren Religionen nicht als Bereicherung, sondern ausschließlich als Defizit im Kindergarten erfahren werden. Der Wunsch nach Zugehörigkeit äußert sich somit, indem Kinder der kleineren Religionen ihre eigene Religion nicht thematisieren, religiöse Ausdrucksformen nicht thematisieren, ihr Verhalten den anderen Kindern anpassen, wie bereits angesprochen. Somit unterscheiden sich die Kinder der kleineren Religionen nicht von den Kindern der größeren Religionen, wodurch ihr Verhalten und ihre Kommunikation mit der Struktur des Kindergartens, in der die größere Religion dominiert, übereinstimmt. Die Organisation Kindergarten mit der jeweiligen Organisationskultur und der Wunsch der Kinder nach Zugehörigkeit, der sich im Umgang mit und in der Thematisierung von religiöser Differenz durch die Kinder ausdrückt, zeigt sich, dass zusammenhängt. Daraus lässt sich auf eine entsprechende Bedeutung der Organisation schließen. In den Kindergärten zeigt sich aufgrund der Dominanz der jeweils größeren Religion eine organisationale Benachteiligung der Kinder der kleineren Religionen. Dem gilt es entgegenzuwirken und Kindern den Raum zur Verfügung zu stellen, in dem Kinder ihre Religion oder ihre religiösen Einstellungen thematisieren können, sofern sie das möchten. Das Vorgehen in den Kindergärten, in dem die jeweils größere Religion dominiert, kann eigentlich als Diskriminierung bezeichnet werden.
da die Kinder der größeren Religionen verglichen mit den Kindern der kleineren Religionen unterschiedliche Möglichkeiten haben, ihre Religion kennenzulernen. Dieser Tatbestand ist meiner Meinung nach sehr alarmierend, da Kindern das Recht zukommt, wie bereits eingangs bei der Thematisierung der Kinderrechte angesprochen, nicht diskriminiert zu werden. Anschluss findet dies auch in der Inklusionsdebatte. Mein Plädoyer ist daher die Entwicklung einer Kultur der Anerkennung religiöser Differenz im Kindergarten. Da das die Grundlage bilden kann, dass sich Kinder der kleineren Religionen im Kindergarten anerkannt und zugehörig fühlen. Edgar Schein unterscheidet mehrere Ebenen der Kultur. Die Ebene der Symbole und Zeichen, der Normen und Standards und der Basisannahmen. Die Ebene der Symbole und Zeichen inkludiert alle Phänomene, die sicht-, hör- und fühlbar sind. Die Sprache, die Arbeitsweise, die Kleidung, die Rituale, die Präsentation, die Ausstattung im Kindergarten. Das heißt, diese Dinge, die ich großteils auch beobachten konnte im Laufe meiner Forschung. Die Normen und Standards sind teilweise sichtbar, teilweise unbewusst, wie zum Beispiel Gebote, Verbote, Verhaltensrichtlinien, Tabus. Und die darunterliegende Ebene ist die Ebene der Basisannahmen. Die sind meistens oder immer unsichtbar, zumeist unbewusst. Und das sind Annahmen, Werte, die in der jeweiligen Organisation gelten. Diese Basisannahmen, diese Werte sind häufig implizit und steuern das Geschehen in einer Organisation. Aufgrund der sichtbaren Symbole und Zeichen kann somit darauf geschlossen werden, auf die Basisannahmen. So könnte im Kindergarten, in dem die Kinder und die Eltern der kleineren Religionen über ihre eigene Religion nichts aussagen, sich den Ausdrucksformen der größeren, dominanten Religion anpassen, keine Kultur der Anerkennung in den Kindergärten entwickelt sein, was sich dann in Normen und Standards sowie in Symbolen und Zeichen in den Kindergärten ausdrückt. Eine Kulturveränderung im Kindergarten kann somit nicht per Dekret verordnet werden. Es kann nicht erfolgen, indem ein Symbol, ein Zeichen verändert wird, sondern es ist ein langfristiger Prozess, der wirklich bei der Entwicklung des Kindergartens ansetzen müsste. Ausgehend von der Schulentwicklung, die drei Bereiche unterscheidet, die Organisationsentwicklung, die Unterrichtsentwicklung und die Personalentwicklung, schlage ich daher eine Entwicklung der elementaren Bildungseinrichtungen vor, die sich auch in drei Bereiche gliedert, die Organisationsentwicklung und die Personalentwicklung und die Bildungsangebotsentwicklung. Bei der Organisationsentwicklung ist wichtig, dass der Kindergarten als Safe Space entwickelt wird. Darauf gehe ich dann nachher noch kurz ein. Dass die Entwicklung der jeweiligen Organisation unterstützt wird, zum Beispiel durch Beratung, Supervision, durch Entwicklung von Konzepten, wie im Kindergarten mit religiöser Vielfalt umgegangen werden kann und durch Selbstevaluation des jeweiligen Kindergartens. Bei der Bildungsangebotsentwicklung drei Bereiche, die wichtig sein können, dass Situationen im Kindergarten als Lernchance erkannt werden und aufgegriffen werden. Dass Kindern wahrheitsgetreue Erklärungen zu religiöser Differenz angeboten werden. Kinder bemerken religiöse Differenz, benötigen aber häufig Erklärungen von Erwachsenen, wahrheitsgetreue Erklärungen, warum dies so der Fall ist. Und auch Initiativen zur Förderung des Umgangs mit religiöser Differenz können förderlich sein. Bei der Personalentwicklung ist es wichtig, die Bedeutung und die Aufgaben der im Kindergarten Tätigen anerkennen, sowohl von gesellschaftlicher als auch von politischer Seite. Die Ursachen für die geringe Thematisierung religiöser Differenz ernst nehmen und interreligiöse Aspekte der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu forcieren. Von all diesen kurz angesprochenen Bereichen möchte ich abschließend einen Bereich herausnehmen, und zwar den Kindergarten als Safe Space entwickeln. Kinder werden immer Safe Spaces benötigen. Safe Spaces, um lernen zu können. Das Konzept des Safe Spaces ist meiner Meinung nach entscheidend, um in Bildungseinrichtungen einen konstruktiven Umgang mit religiöser Differenz zu ermöglichen.
Eine elementare Bildungseinrichtung, die sich bemüht, ein Safe Space zu sein, bietet eine Umwelt, sich auszudrücken, Differenz zu erkunden und diese auch mitzuteilen. Sie fördert dialogorientierte Wege des Lernens und kann zu einer Versöhnung abseits von Hass und Gewalt beitragen. In Organisationen wie Schulen oder elementaren Bildungseinrichtungen können Kinder ermutigt werden, einander zu begegnen, voneinander zu lernen und Solidarität, Respekt, Diversität und demokratische Fähigkeiten einzuüben. Ich möchte auf drei Punkte eingehen. Einerseits den Safe Space für Thematisierung von religiöser Differenz, andererseits den Safe Space für kleinere Religionen und den Safe Space für Partizipation der Kinder. Kommunikation ist ein Schlüsselfaktor der Organisationsentwicklung. Und ihr kommt somit auch eine Schlüsselfunktion im Umgang mit religiöser Differenz zu. Religiöse Differenz erhöht den Verständigungsbedarf über Religionen und religiöse Differenz. Bildungseinrichtungen können Orte, Safe Spaces sein, in denen über Religion gelernt und diese auch thematisiert werden kann. Ausschließlich Differenz, die im Kindergarten erkennbar ist und die im Kindergarten thematisiert wird, kann auch anerkannt werden. Wie in Organisationen mit Differenz umgegangen wird, wie Differenz anerkannt wird, kann für das Kind Bedeutung für den Umgang mit religiöser Differenz und für das eigene Gefühl der Zugehörigkeit haben. Der Kindergarten bietet die Chance, ein Safe Space zu sein, in dem Kinder auch Erfahrungen machen, nicht überall dazuzugehören. Und diese Erfahrungen in einem Safe Space aufzuarbeiten. Die Verankerung des Umgangs mit religiöser Differenz in der Organisation entlastet die Pädagoginnen und Pädagogen, die ansonsten für den Umgang mit religiöser Differenz ausschließlich verantwortlich wären. Auch wenn im Kindergarten nie vollkommene Gerechtigkeit verwirklicht werden kann, gilt es sich, um diese zu bemühen und einen Safe Space zu entwickeln, in dem Kinder in ihrer Individualität und ihrer Differenz anerkannt werden und Themen, die sie beschäftigen, thematisieren dürfen und können. Eine elementare Bildungseinrichtung als Safe Space kann somit ein Ort sein, in dem Kinder in ihrer Einmaligkeit und Differenz, auch in ihrer religiösen Differenz, anerkannt sind und in dem religiöse Differenz thematisiert wird. Weiters gilt es, den Kindergarten zu einem Safe Space für kleinere Religionen zu entwickeln. Die Anerkennung der kulturellen und religiösen Hintergrund der Kinder ist für die Identitätsentwicklung der Kinder, sowohl der größeren als auch der Kinder der kleineren Religionen, wichtig. So hält Anne-Dore Prengel in ihren Thesen zur Differenz fest, dass Differenz nicht einfach da ist, sondern dass die nicht zur dominierenden Kultur gehörenden Lebensformen auch zum Schweigen gebracht werden und differente Lebensweisen deswegen immer wieder neu zu entdecken, zu ihren eigenen Sprache zu bringen und in ihrem Wert anzuerkennen sind. Diese differenten Lebensweisen gilt es auch in Bezug auf Religionen zu entdecken, ihnen eine Sprache zu geben und sie in ihrem Wert anzuerkennen. Kinder haben ein Recht darauf, ihre jeweilige Religion und ihre religiösen Ausdrucksformen thematisieren zu dürfen und sich nicht an die Gewohnheiten der im jeweiligen Kontext dominierenden Religion anpassen zu müssen. Wenn die Religion der Kinder und die sich daraus ergebende religiöse Differenz im Kindergarten keinen Platz hat, dann hat, falls den Kindern die Religion wichtig ist, ein Teil von ihnen keinen Platz. Dies ist klar davon abzugrenzen, Kinder zu zwingen, etwas von ihrer Religion zu erzählen oder sie als Repräsentantinnen oder Repräsentanten der jeweiligen Religion zu sehen, die ständig irgendwelche Fragen zu der Religion beantworten müssten. Es darf auch keiner Gruppe im Kindergarten eine Andersheit zugeschrieben werden oder zu einer negativen Zuschreibung der Andersheit oder zu einer Festlegung der Identität aufgrund der Religion erfolgen. Sondern der Kindergarten als Safe Space soll die Chance bieten, dass Kinder das, was sie beschäftigt, thematisieren können und indem sie unabhängig davon, ob sie der größeren oder der kleineren Religion zugehörig sind, sich anerkannt fühlen.
Dies inkludiert, dass die jeweilige Religionszugehörigkeit nicht als Mangel erfahren wird, indem dies einzig in der Nicht-Teilnahme an Angeboten erkennbar wird, sondern die Entwicklung von Strukturen im Kindergarten, die es den Kindern im Kindergarten ermöglicht, ihre jeweilige Religion als Ressource zu erleben, die auch einen Teil zum Zusammenleben im Kindergarten beitragen kann. Ein dritter Punkt ist der Safe Space für die Partizipation der Kinder. Kinder beziehen zu Themen, die sie betreffen, Stellung, werden gern nach ihrer Meinung gefragt und beschäftigen sich mit Fragen, die auch über das Immanente hinausweisen. Die Stimme der Kinder im Kindergartenalltag zu Fragen, die die Kinder betreffen, zu beachten, so auch zu Fragen zu religiöser Differenz, kann zu einer Kultur der Anerkennung beitragen. Der Kindergarten als Safe Space, in dem die Entwicklung einer Kultur der Anerkennung durch die Perspektive der Kinder ergänzt wird, kann dazu beitragen, dass religiöse Differenz im Kindergarten auch vermehrt als Chance und weniger als Herausforderung erlebt wird. Eine Fokussierung auf die Entwicklung einer Kultur der Anerkennung in elementaren Bildungseinrichtungen kann die Bedeutung des reflektierten und sensiblen Umgangs mit religiöser Differenz ins Bewusstsein rufen. Sie kann einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder der größeren Religionen pluralitätsfähiger werden und der Dominanzfalle entgehen, und sie kann den Kindern der kleineren Religionen zu ihrem Recht verhelfen, im Kindergarten mit dem, was sie beschäftigt und was sie ausmacht, anerkannt zu sein. Ich danke Ihnen. We'll be right back.